Herzlich willkommen zum nächsten Video in Rumänien immer noch. Und es hat ja eine Verlosung gegeben. Ja, leider haben die meisten Caravan Live falsch geschrieben. Also ich muss euch da leider ausscheiden. Das geht also gar nicht. Nein, war ein Witz, egal wie ihr es geschrieben habt. Ihr nehmt alle daran teil. Ich werde die Gewinner unten, da unten hinschreiben. Und dann müsst ihr euch bei mir natürlich melden und mir einfach eure Adresse durchgeben. Dann werden die Tickets dahin geschickt. Bitte unter womo-adventure.com unter Kontakte, da könnt ihr mir schreiben. Also nicht vergessen, ihr habt eine Woche Zeit, sonst werde ich die nächsten auslosen, wenn ihr euch nicht meldet. Hä? Okay, dann starten wir gleich los mit dem weiteren Abenteuer. 2 Tage war ich jetzt an diesem Transalpina-Pass. Es war wunderschön, ein bisschen windig. Aber jetzt ist das Wetter gerade top wieder. Und jetzt geht es wieder runter. Wir machen eine kurze Pause an dieser wunderschönen Landschaft mit der Kirche da hinten. So, jetzt laufen wir mal zu dieser Kirche und schauen, ob da Gott noch drin ist oder ob er schon ausgezogen ist. Da kommt wieder das Begrüßungskomitee. Ja, Inji. Dann hoffen wir, dass sie lieb sind. Hä? Ui, ist der dreckig. Die, die bellen, haben am meisten Angst. So, wir sind durch. Die Hunde haben uns passieren lassen. Wie bei den Moslems, da läuft ein Tonband. Ist ja einfacher. Also, Gott wohnt da nicht drin, denn er hat beschlossen, vor 2000 Jahren in den Menschen zu wohnen, nicht mehr in toten Gebäuden, sondern in lebendigen Menschen, die einfach ihr Leben ihm geben. Klopft an und dann wird er euch aufmachen, hat er gesagt. Also, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ladet Gott ein. Also ich habe das schon lange mal gemacht und ich bereue es nicht. So, wir fahren jetzt auf dieser nicht ganz guten Straße, aber das gehört irgendwie dazu. Ah, da ist wieder ein Touri-Hotspot, irgendwas, ein Markt. Wir fahren nach Sebes, wie das auch immer heißt. Ja, auch diese Straßen gehören dazu zu Rumänien oder auch hier in den Bergen sowieso. Es gehört einfach dazu, ein bisschen holpriges Gefährt. Aber da vorne ist sie ja dann neu, hoffentlich ein Weicher. Auch das gehört dazu, Kühe auf der Straße in Bulgarien. Alles gut.
Einwohner, wenn man filmt. Hey. So. Ach, haben die ein schönes Leben. Mit den Kälbern draußen. Was gibt Schöneres? Ja, und das ist die AG, die muss immer gucken, was da los ist. Ja, wir sind ja immer noch auf der Transalpina-Strecke und da kommt noch ein kleiner Zwischenpass, bevor es dann ganz runter geht in die Tiefebene. Da hoch durch den Wald. Geht wieder runter, mit Motorbremse, dritter Gang, geht das eigentlich gut. Also wenn ihr mal in Rumänien sind, dann müsst ihr unbedingt die Transalpina machen und dann rüber zur Transfaseragasche, wie die heißt, ich kann es nicht richtig aussprechen, aber das ist wirklich ein super Erlebnis. Macht's einfach. Ihr seht da mit Motorbremse, er kann es gerade so knapp halten. Das macht also gar nichts. Je höher die Tour ist, umso mehr bremst er auch. Einfach nicht in den ganz roten Bereich, aber der hellrote macht dem Motor noch gar nichts. Und so hat man keine heißen Bremsklötze und Scheiben vor allem. So geht das die ganze Zeit. Ja, die Angie ist immer wieder eine Attraktion, wenn die Leute gucken, quasi die Beifahrerin. Das ist mein Hund. Leider noch keine Frau hat sich da hingesetzt und es länger mit mir ausgehalten, offenbar. Und wieder Kühe. Aber ich fahre ja langsam. Immer schön vorausschauen, damit man eben keine Überraschungen erlebt. Ach, ich liebe diese Berge, ich sag's euch, du. Es ist einfach eine Augenweide. Eine andere Welt. Da über die Staumauer. Jetzt fahren wir links weg mal zu wieder einer Kirche. Also wir müssen dann da wieder zurück. Ach, das ist nichts, wir fahren wieder zurück. Das ist ein Riesengeholper. Und ja, schauen den nächsten Stausee an. Angie müde, dann schläft sie da unten und Ayla, die ist immer da, die sitzt eigentlich immer da. Motorradfahren hat sie immer wieder. Das geht jetzt gut, so 20 Kilometer geht das noch durch solche Straßen. So, wir fahren schon mal ein Kilometer. Der Straße zum unseren neuen Übernachtungsplatz zu finden. Woher kommt der? Das ist ein Anhänger eigentlich. Ne? Ja, es geht wieder ein bisschen durch den Dschungel. Ah, der Ingo ist schon da vorne, hat den Platz gefunden und ich bin ihn jetzt am Suchen. Ich weiß
nicht, ob ich überhaupt richtig bin, aber jetzt muss ich da weiterfahren. Uiuiuiui. Jetzt fahre ich schon 10 Minuten solche Pisten, dass der jetzt so weit hochgefahren ist. Ja, offenbar ist es da, weil er hat gesagt, 100 Meter nach einem Haus. Ja, da ist er ja. Ah, dann ist ja gut. So, ich muss nachvertonen, der Ton hat wieder mal Ausfälle gemacht. Also wir haben hier den Platz wieder verlassen, weil der nicht so gut war und da vorne hat es eine Lichtung. Ingo ist schon vorausgegangen, den suche ich jetzt. Ja, da ist er ja schon. Und dann, ja, die Kavallerie habe ich da schon mal vorausgeschickt, die Angie. So, schönes Plätzchen gefunden, da in einer kleinen Freizeitpark. Das ist ein neues Gebäude, hier war offen. Donnerstagabend, ich glaube heute kommt da keiner uns verscheuchen. Am Freitag wäre das schon prekär, weil es hat ein paar Häuser hier. Die Rumänen wissen, wie man das macht. Ja, praktisch jeder Platz, der irgendwie, da wo es irgendwie geht, bauen die ein Haus hin. Was bei uns unmöglich wäre, aber hier offenbar schon. So, ich bin mit den Hunden, mit den Wölfen noch unterwegs. Unten habe ich kein Handyempfang. Jetzt bin ich weiß nicht wie hoch gefahren. Jetzt habe ich zwar Empfang, aber es geht trotzdem nicht. Aber was ich habe, ist eine schöne Aussicht. Und man kann sich hier wirklich zu Tode fahren. Es hört nicht auf, rechts, links, ganz viele Pisten. Sieht aus wie eine kleine Straße, aber es ist ein Bach. Aber vielleicht auch beides, wie interessant. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, ich schätze mal so 7-8 Kilometer sind wir hochgefahren, jetzt geht es wieder runter. Und Wasser haben die überall, zum Glück, weil es ist ziemlich warm. So, da drüben, das war alles mal Wald, bis der Mensch kam und alles abholzte. Und so sah es mal ursprünglich aus, rechts. Am Bär sein Wohnraum, kein Wunder kommt er in die Dörfer. So, Außenküche montiert, Kartoffel, Püree oder wie nennt ihr es, Kartoffelstock, Kartoffelmus. Ich habe extra den Induktionsherd so gemacht, dass ich ihn einfach rausnehmen kann und dann draußen kochen. Wie ihr seht, habe ich alles dabei, sogar so ein Teil. So, es geht wieder runter. Ganze 4 Kilometer bis zum Staudamm auf dieser Piste. Also sind wir doch noch weiter gefahren als gedacht. Aber dafür hatten wir einen schönen Platz. Ich bin nicht sicher, aber könnte das Bärenscheiße sein? Frische. Womöglich ist er noch in der Nähe, weil Angie hat was gespürt und ist da runtergerannt. Naja, wenn dann der Bär hinter ihr herkommt, dann ist sie schnell wieder da. Also etwas Neues ist das auf jeden Fall. Also das könnte echt Bärenscheiße sein. Naja, immerhin. Also eindeutig, hier ist eine Bärenspur. Also da ist ein Bär durch. Hier noch eine. Naja. Ja.
Na Gott sei Dank, Angie ist da. Ich dachte schon, die sei den Bären nachgerannt, aber die ist Ivo nach, der vor mir fuhr. So, okay, 10 Kilometer später sind wir da raus aus dem Dschungel. Jetzt sind wir in einem Dorf, fahren da durch. Die Berge langsam vorbei. Hier seht ihr, wie die Heu machen. So, das war sie, die Transalpina. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich bin hier schnell am Downloaden beim Lidl. Und die Angie hat sich den kältesten Platz gesucht, offenbar. Und jetzt die Eile auch. Ja, das ist eine richtige Straße. Hinten Baustelle. Und jetzt fahren wir über den Koffer. So, hier sieht man, den Koffer machen sie etwa 20 bis 30 cm. Und darunter ist dieses, ich weiß nicht, was das ist, haben wir einen Straßenbauer, der weiß, was das ist. Feiner Sand oder ich weiß es nicht. Ja, an der Baustelle muss man sich Zeit nehmen, weil die lassen da alle halbe Stunde die Autos durch. Und ich habe Glück gehabt, ich habe gerade 10 Minuten gewartet. Das Thermometer zeigt 38 Grad an. Alle ohne Klimaanlage sind richtig arm dran. Meine läuft einfach hinten, vorne habe ich keine, aber wenigstens hinten. Von hinten kommt schön kühle Luft. Das Haus ist geil. Wieder mal einen super geilen Platz gefunden, direkt vor der Grenze Ungarn, also fast direkt. Ganz genau sage ich es nicht, aber hier an diesem Fluss, dessen Name ich nicht inne habe, und ihr seht, es ist spannend, so macht man das, oder hat man das früher gemacht, ganz einfach mit so einem Floß. Ich finde das geil. Da drüben ist, glaube ich, eine Freizeitanlage und die ist nur mit Floß zu erreichen. Einfach geil. Das Ding funktioniert übrigens nur mit der Kraft der Strömung, ohne Motor. Seil hinten länger, vorne kürzer und dann geht es auf die eine Seite und umgekehrt auf die andere Seite. Ganz einfach eigentlich. So muss das sein, die Klima funktioniert bestens. Draußen, ja, nicht ganz 40, ich denke 38, drinnen schöne 23. Funktioniert also. Ich habe eine extreme Gewitterwarnung aufs Handy gekriegt und ui, tatsächlich, da hinten geht's los und es kommt in unsere Richtung, aber richtig satt, Schwarze. Krass, im Vergleich hier hinten, alles noch gut, aber da kommt was richtig Deftiges.
furchteinflößend auf jeden Fall. Der Sturm ist angekommen. Es regnet noch nicht, aber das tut nur, ich weiß nicht. Ah, das ganze Stroh fliegt umher. Das windet so stark. Ich bin jetzt ins Wohnmobil rein. Draußen windet es so fest und das Wohnmobil bewegt sich rechts und links wie ein Schiff. Obwohl ich habe super Stoßdämpfer, aber vorher ist mal das Licht ausgegangen da hinten. Jetzt ist es wieder an, also Stromausfall. Ich habe meinen Strom mal ausgestellt. Oh. Es regnet noch nicht, aber jetzt fängt es dann an. So, jetzt hat der Regen leicht eingesetzt. Oh. Aber ich glaube, ich bin da nur am Rand. Ich bin da nicht genau im Auge des Sturms. Aber es ist schon furchteinflößend. Jetzt geht's ab, du. Aber ich sage euch, vom deftigsten. Und das habe ich noch nie erlebt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ich stehe hier neben einem Fluss. Ich hoffe, wenn der Blitz einschlägt, dann nicht bei mir, sondern in den Fluss oder in diesen Metallrohren, die auch noch da in der Nähe sind. Aber die meisten Blitze sind Oberblitze. Den Donner höre ich noch nicht zum Glück, weil das ist das Gefährlichste. Das ist ja krass. Ja, jetzt kommen die ersten Hagel. Oh, fuck, ey. Aber kaum Blitze, die auf die Erde kommen. Zum Glück. Hey. Oh. Jetzt aber voll das. Gott. Ja, ich kann nicht mal beurteilen, ob ich mittendrin bin oder nur am Rand. Aber, oh. Das tut so. Die Hunde sind drin, vorne in der Fahrerkabine. Weil normalerweise sind die immer draußen. Die schlafen draußen eigentlich. Also die Lichter der Stadt da sieht man schon nicht mehr. Das ist ja gewaltig. Aber so viel Blitze, es ist ja manchmal fast heller Tag hier. Das ist wie eine Waschstraße. Das ist ein Feuerwerk oberhalb von uns. Das ist Wahnsinn. Hey, aber die Blitze, die schlagen kaum in die Erde ein. Was für ein Glück. Wenn die jetzt alle in die Erde reinschlagen würden, dann würde es hier aussehen wie im Krieg, vermutlich.
So, jetzt habe ich mal das Fenster aufgemacht, weil es hier langsam vorbei ist. Das ist der Wald, aber an der Absen. Das Gestank. Wow. Also so viel, da ist einiger drunter. Aber die wenigsten kommen wirklich zur Erde. Ich bin hier laut nur am Rand. Aber wie im Krieg. Die Stadt da hat übrigens kein Licht mehr. Stromausfall. Ich kann denen ja liefern. Die haben noch Licht. Der Teil der Stadt. So, das war es leider schon wieder, aber ging ja länger wie gewöhnlich. Das nächste Video ist dann ein bisschen von Österreich und dann noch der Schweiz. In Ungarn bin ich jetzt eigentlich voll durchgefahren, praktisch zwischendurch noch Essen gegangen. Alles Autobahn, das ging eigentlich gut. Und ja, wir hören uns wieder. Danke, wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.